Ich bin mir sicher, Sie sind sehr gespannt darauf, wie es jetzt weitergeht. Wir haben im vorherigen Kapitel, Kapitel 4, angefangen, eine kleine Anwendung zu schreiben, die das macht, was ein Explorer üblicherweise so macht, also Ihnen die Dateien von Ihrem Rechner so anzuzeigen. Wir sind bisher so weit gekommen, dass wir Menüs eingebaut haben. Also wir haben hier oben so ein Hauptmenü, wir haben eine kleine Toolbar, wir haben eine kleine Statusbar hier unten. Im Content-Bereich ist leider noch nichts. Bevor wir da was reinmachen, möchte ich in diesem Kapitel vorstellen, welche Möglichkeiten es so gibt, Dinge zu gruppieren und Dinge im Inhaltsbereich vernünftig anzuzeigen und zu sortieren und auszurichten und ähnliches. Dazu gibt es hier in der Toolbox einen Bereich für Container. Das ist hier, wo Sie eine ganze Reihe von Controls finden, die eigentlich erstmal gar nichts tun. Also die haben keine aktive Funktion, sondern sorgen dafür, dass andere Steuerelemente da drin vernünftig gruppiert werden. Also wenn Sie Steuerelemente, ich nehme jetzt einfach mal Buttons als Beispiel, in irgendeiner Form gruppieren wollen, also wenn vier Buttons zusammengehören und Funktionalitäten irgendwie miteinander verbinden, dann macht es üblicherweise Sinn, die in so einem Container zu gruppieren. Sie haben sicher auf dem einen oder anderen Dialog schon mal sowas hier gesehen. Ich nehme jetzt mal so eine Groupbox hier raus. Also so eine Kiste, wo es oben so eine Überschrift hat. Die können Sie übrigens über Text ändern. Ups. Der Schrift. Und können jetzt beliebige Steuerelemente da nochmal reinziehen. Also die Groupbox ist eigentlich schon ein Steuerelement, aber die ist in der Lage, weitere Steuerelemente aufzunehmen. Also die können Sie da so reinschieben. Und jetzt sind diese beiden Buttons in dieser Kiste drin, in dieser Groupbox. Wenn Sie jetzt nämlich anfangen, diese Groupbox zu verschieben, dann wird der komplette Inhalt mit verschoben. Also das ist eine sehr komfortable Möglichkeit, um Dinge einfach auch layouttechnisch mal zu gruppieren. Kleiner Nebeneffekt ist auch, wenn Sie diesen Container hier invisible machen, also die Visible-Eigenschaft auf False setzen, dann verschwinden alle Inhalte direkt mit. Das ist also auch eine gute Möglichkeit, wenn Sie verschiedene Gruppen von Labels oder von Buttons zusammen, also weil halt die Funktionalität zusammengehört, ausblenden wollen, dann machen Sie einfach so eine Gruppe drumherum, also so einen Container, und können das dann sehr komfortabel über die Eigenschaft des Containers machen. Also wenn ich das hier starte, dann sieht man schon die Group, also so wie man das normalerweise aus so einem Dialog kennt, und die Buttons da drinnen. Und wenn ich jetzt hier die Eigenschaft Visible auf False setze, also nochmal, ich habe von der Groupbox die Sichtbarkeit auf False gesetzt und nochmal starte, dann sind natürlich auch die Buttons weg. Jetzt wollen Sie natürlich nicht unbedingt immer so eine Überschrift haben und so einen Rahmen drumherum. Deshalb gibt es einen etwas komfortableren, also dezenteren Container, würde ich mal sagen. Der nennt sich Panel. Also den können Sie da reinziehen und der verhält sich genauso wie so eine Groupbox auch. Mit dem Unterschied, dass es keinen Rahmen gibt und keine Überschrift und alles in allem ein sehr neutraler Container darstellt. Also wenn ich da meine Buttons reinziehe, den hier brauchen wir nicht mehr. Dann funktioniert das wie bei der Groupbox auch. Also die Buttons, die da drin liegen, die werden einfach alle mit verschoben. Und auch hier, wenn ich das Projekt starte, dann sieht man von diesem Rahmen in der laufenden Anwendung eigentlich gar nichts mehr. Das sind einfach nur diese beiden Buttons. Und draußen ist nichts zu sehen. Allerdings, wenn ich hier die Visible-Eigenschaft verwende und die Anwendung nochmal starte, dann sind diese beiden Buttons weg, obwohl ich nur die Visible-Eigenschaft des Containers verändert habe. Das ist sehr praktisch, weil Sie damit halt sehr gezielt und gruppiert Dinge ein- und ausblenden können, ohne jede Eigenschaft von jedem Element, das in der Gruppe drin ist, verändern müssen. Dasselbe funktioniert auch mit Enabled. Also wenn Sie wollen, dass eine ganze Gruppe von Buttons deaktiviert wird auf einen Schlag, dann können Sie das einfach auch mit dem Container machen. Also die Buttons, die da drin sind, die sind jetzt alle deaktiviert, weil die entsprechende Gruppe drumherum deaktiviert ist. Gut, soviel zu den Standard-Containern, aber es gibt noch ein paar andere Container, die vielleicht ganz interessant sein könnten.
Ein Container, den ich Ihnen gerne kurz vorstellen möchte, ist der Flow Layout Panel. Das ist ähnlich wie Panel auch, das ist ein nicht sichtbarer Container. Aber alles, was Sie da reinlegen, können Sie nicht mehr aktiv positionieren. Also es ist jetzt nicht mehr möglich, diesen Button hier hinzulegen, sondern der wird immer nach links oben geschoben. Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, was das soll. Macht aber Sinn, wenn ich einen zweiten Button da reinlege. Der wird dann auch nach links oben geschoben, sofern da Platz ist. Und wenn ich da weitermache und noch weitere Buttons da reinlege, dann werden die immer nach links oben geschoben, in der Reihenfolge, wie ich sie reingelegt habe. Sollte sich der Container von der Größe her verändern, dann fließen diese Elemente, die da drin stecken, immer nach links oben. Das ist ganz praktisch, wenn Sie ein dynamisches Layout haben wollen, wo sich die Controls automatisch anordnen und Sie die Größe des umschließenden Containers nicht kennen. Also, wenn ich das jetzt beispielsweise mal an das Hauptfenster docke, also das geht natürlich auch, also Sie können diese Dock-Funktion auch mit diesen Containertypen verwenden, dann wird der Container so groß wie das Fenster, also der restliche Platz in diesem Fenster. Und wenn ich das dann starte, dann sieht das natürlich so aus wie im Designer, aber ich kann natürlich auch die Größe dieses Fensters ändern. Und dann wird die Position der Inhalte, in dem Fall unsere Buttons, angepasst an die aktuelle Größe des Rahmens. Für Sie aber wahrscheinlich noch spannender ist ein weiterer Containertyp. Das Tab Control. Das Tab Control können Sie da reinziehen und Sie erkennen das schon, kriegen jetzt so ein Control, mit dem Sie mehrere Tabs erzeugen können, also diese Auswahl-Tabs. Und je nachdem, welcher Tab gerade aktiv ist, können Sie auch die entsprechende Fläche bearbeiten. Also ich nehme jetzt einfach mal wieder ein paar von den Buttons hier raus und ziehe die hier in so einen Tab rein. Und kann dann hier einfach das andere Tab anwählen und kann dann einfach den Inhalt des anderen Tabs designen. Diesen Container brauche ich nicht mehr. So, jetzt habe ich zwei Tabs angelegt, oder die sind standardmäßig angelegt, in denen ich unterschiedliche Layouts hinterlegen kann, also unterschiedliche Controls innerhalb dieser Tabs noch platzieren kann. Wenn ich das starte, wie erwartet, sieht das genauso aus wie im Designer auch. Die Tabs sind natürlich nicht auf zwei beschränkt. Sie können über die Eigenschaft hier unten Tab Pages einen Dialog öffnen, wo Sie diese ganzen Sachen hier nochmal zusätzlich verwalten können. Also Sie können ja auch anderes Zeug reinschreiben. Wie gewohnt gibt es eine Texteigenschaft, wo Sie dann den Eintrag, also den Text des Tabs auch nachträglich ändern können. Sollten Ihnen zwei Tabs nicht reichen, können Sie hier beliebig viele einfügen. Und das Control, also der Container, kümmert sich auch automatisch darum, dass das hier vernünftig angezeigt wird. Also hier tauchen dann auch irgendwann solche Pfeilchen auf, damit auch wirklich alle Tabs sichtbar sind. Gut. Der letzte und auch sehr interessante Container ist der Splitter, also dieser Splitter-Container hier. Wenn Sie den hier reinziehen, dann haben wir wieder ein Control, das scheinbar nach nichts aussieht, also das lässt sich beim Starten auch nicht mehr sehen. Bis auf diese kleine Linie hier. Das ist nämlich die Stelle, an denen Sie die Größe der einzelnen Containerbereiche, es gibt zwei Stück, links und rechts, verändern können. Stellen Sie sich vielleicht die Frage, was das denn soll. Das ergibt dann Sinn, wenn ich hier Dinge reinziehe. Ich nehme jetzt einfach mal wieder zwei Buttons, die in den einzelnen Bereichen, also Sie sehen hier schon, es gibt den linken Bereich und den rechten. Ich werde einfach mal beide an die maximale Größe docken. Und die Anwendung nochmal starten. Jetzt haben wir hier die beiden Buttons. Links und rechts. Und jetzt kann ich hier in der Mitte immer noch diese Linie anpacken. Also mit der Maus kann ich da draufklicken und kann die einzelnen
Bereiche, also die Größe der einzelnen Bereiche verändern. Das ist eine Eigenschaft, die Sie, glaube ich, auch im Explorer haben. Muss ich mal nachschauen. Also das sind diese Linien üblicherweise, wo Sie die Größe der einzelnen Container nachträglich ändern können. Wenn Ihnen der Inhalt nicht, also wenn der Platz für den Inhalt nicht ausreicht, dann können Sie da bequem hin und her schieben. Und genau das macht diese Splitterbox. Natürlich geht das nicht nur horizontal, also horizontale Verschiebung. Sie können auch, wenn Sie den Splitter selber anwählen, übrigens ist es ein bisschen schwierig, die umschließenden Container manchmal anzuklicken. Deshalb können Sie hier einfach einen Rechtsklick auf eine beliebige Stelle machen und sehen hier alle verschiedenen Container und Controls, die auf dem Weg bis zum Hauptformular liegen. Also Sie können hier das Formular selber anwählen oder auch den Split-Container, und den möchte ich ja haben. Hier gibt es ein paar Eigenschaften, die Sie verändern können. Jetzt muss ich selber suchen. Die Orientation können Sie ändern. Die ist im Moment auf vertikal, das heißt, Sie können die Container auf horizontaler Ebene verschieben. Es gibt aber auch die horizontale Einstellung, und dann ist die Linie eben waagrecht und Sie können in der Höhe verändern. Für unseren Explorer-Klon brauchen wir zum einen mal die vertikale Einstellung. Wo ist sie denn jetzt hin? Ah, üblicher Effekt, also Sie klicken auf dieses Panel, und was jetzt selektiert ist, ist eben eins der beiden Panels, die in diesem Splitter-Container sind, aber um die Orientation zu ändern, müssen Sie natürlich den Splitter-Container anklicken. Den Fehler habe ich jetzt hier gerade gemacht. Und ich möchte natürlich wieder auf vertikal umstellen, weil wir betrachten uns nochmal einen Explorer. Üblicherweise haben Sie links die Ordnerstruktur und rechts dann den passenden Inhalt dazu. Und genauso werden wir das auch tun. Wir werden im nächsten Kapitel darüber sprechen, wie man hier so eine Baumansicht reinkriegt. Und auf der rechten Seite wollen wir diese Listenansicht, wie Sie das aus dem Explorer raus kennen, einbauen. Wir verwenden dazu diesen Splitter, das heißt, ich lasse den jetzt hier einfach mal drinnen. Und wir sehen uns im nächsten Kapitel wieder.